Berechnen Sie Limits von x gegen 0, Sinus Quadrat von x durch x Quadrat. So, wir setzen zunächst mal 0 ein. Also das heißt, wir berechnen Sinus Quadrat von 0. Und Sinus Quadrat von 0, das ist 0 mal 0, also 0. Und 0 zum Quadrat ist ebenfalls 0. Das heißt, wir haben einen Limes der Form 0 durch 0. Und damit dürfen wir L'Hôpital anwenden. Also gilt Limes x gegen 0 Sinus Quadrat x durch x Quadrat ist nach der Regel von L'Hôpital, darf ich Sinus Quadrat jetzt ableiten. Die Ableitung von Sinus Quadrat, ja, das ist eine Kettenregel, die hier passiert. Die Ableitung von Sinus Quadrat ist 2 mal die innere Ableitung Cosinus x mal Sinus x hoch 1, also 2 mal Sinus x Cosinus x, dividiert durch x Quadrat. Das x Quadrat ist abgeleitet 2x. So, jetzt setzen wir für x gleich 0 wieder ein. Cosinus 0 ist 1, der Sinus von 0 ist aber 0 und auch 2 mal 0 ist 0. So, das heißt, wir haben wieder einen Quotienten der Form 0 durch 0. Also dürfen wir hier jetzt nochmal die Regel von L'Hôpital anwenden. Beachten Sie, dass Sie hier im Zähler eine Produktregel anwenden müssen. Das heißt, das ist Limes x gegen 0 von 2 mal Cosinus abgeleitet mal Sinus x. Cosinus abgeleitet ist minus Sinus x. Plus das mal dem abgeleitet, 2 mal Cosinus x, Sinus x abgeleitet ist ebenfalls Cosinus x, dividiert durch 2x, die Ableitung von 2x ist 2. So, und jetzt setzen wir wieder für x gleich 0 ein, dann sehen Sie Sinus 0 mal Sinus 0, der erste Summand fällt komplett weg, der hintere bleibt aber erhalten, denn Cosinus 0 ist 1. Das heißt, das ist also 2 mal minus Sinus 0 mal Sinus 0 plus 2 mal Cosinus 0, Cosinus 0 durch 2. Cosinus 0 ist 1, Sinus 0 ist 0, es kommt also raus 2 halbe, also 1.